denke mal, ich spiele sowas wie Jax, Irelia, vielleicht noch eine Riven oder sowas. Zeige ich den hier für Champs noch. GP vielleicht, mal schauen. Kommt ganz drauf an. Renekton. Werden wir sehen. Ich hoffe, wir gewinnen. Und ich hoffe, die Promo wird auch nicht spannend, sondern das sind einfach 23 Minuten Wins. Ich glaube, ich spiele eine Runde Klett, Jungs. Obwohl, Oge, das glaube ich sogar relativ strong gegen Klett. Ja, doch. So, die Lane ist, glaube ich, nicht allzu leicht. Ich spiele einfach relativ slow. Ich möchte nicht gepoked werden. Und nicht von Ich weiß gar nicht, wie stark sind Talia-Gigs? Eine Frage, die. Da weiß ich die Antwort von nicht. Na gut, ich muss nicht pullen, das ist relativ nice. Wenn Graves so um mich rumspielt, dann können wir den Urgot doch töten. Aber 1v1 würde ich gegen Urgot tatsächlich nur farmen. Ist immer ein bisschen schwer gegen Urgot, weil er gewinnt eigentlich die meisten 1v1s oder All-Ins. Meine Q bringt eigentlich gegen Doran Shield gar nichts, wenn ich so überlege. Das healen die meisten eigentlich wieder weg. Das ist ja irgendwie nur 10 Damage oder so. Na gut. So, jetzt. Holen wir uns ein Ward hier. Ich glaube, hier reicht. Wow. Der ist einfach nicht im Gebüsch, aber ist egal. Reicht schon, dass er mir Vision vom River gibt. Einfach das Wichtigste ist für mich gerade eben einfach nur jeden CS zu treffen. Eine schöne Wave aufgebaut. Gegankt werden kann ich eigentlich nicht, gerade eben, denke ich. Ich glaube, dafür hat Talion zu schlechte Ganks im Early Game. Klett ist giga boring on Early. Ja, im Early Game ist er relativ boring, hast schon recht. Aber Botlane ist am Gewinnen, das ist nice. Talia ist gerade Midlane. Sind auch ein CS eigentlich ahead? Ja, 5 CS sind wir ahead gerade im Moment. Da will mir hier den CS denyen. Das war nicht so ein guter Trade von ihm. Er wollte mir einfach den CS denyen und verliert dann im Endeffekt den Trade. I don't know. So, ich pop jetzt auch meinen Pot. Mit Klett immer den Pot schon etwas früher einsetzen. Da, wenn ihr runterspringt, also wenn ihr klein seid, also Skal weg ist, dann bringt euch der Pot nichts mehr. Aber Lane läuft eigentlich relativ gut. Ich bin in CS ahead immer noch. Versuchen wir einfach, dass wir das halten. Oh Gott, das Game läuft jetzt doch nicht mehr so gut, wie ich gedacht habe. Top Impact Roll, Jungs. Aber die haben Botlane Tower bekommen. Nice, okay. Wenigstens etwas. Ich kann, glaube ich, Toplane immer noch. Oh mein Gott, Talia ist einfach überfett. Da muss ich aufpassen. Und Urgot ist jetzt auch Level 6. Jetzt wird es ein bisschen kritisch gegen den. Einfach nichts passiert, Alter. Wie boring ist das denn schon? Oh, das ist nicht gut. Double Buff Urgot. Es klatscht. Ich kann halt nichts machen, Alter. What the fuck? Die müssen mal chillen. Okay. Da bin ich raus. Gott, ich bin auch noch so überhart am Schwitzen, Mann. Es ist einfach zu heiß, Jungs. Na gut, jetzt kann ich wenigstens irgendwas machen in dem Game. Ich müsste jetzt eigentlich nach einem TP gucken, aber dahin kann ich, denke ich. Ah. Nice! Ich habe aber keine Ult leider. Ah, ich weiß nicht, ob wir die bekommen noch. Ich helfe denen einfach. No! Oh mein Gott, der 10 AP, Mann! So, ich muss erstmal Botwave auspushen. Wie es einfach 5-10 jetzt steht und irgendwie fühlt sich so an, als ob wir die komplett zerstören gerade. Ich kann den Mitte roam, glaube ich. Schau, was die Talia macht. Okay.
No, Bruder. Hm. Vielleicht kriege ich da irgendwie noch meinen Klett wieder zurück. Versuch's irgendwie. Okay. Oh Gott, hat er keine Ulti, also sollte ich eigentlich Gucci sein. Jetzt wird's, glaube ich, ein bisschen zu risky. Ich gebe es. So, ich kann mir auch direkt Ninja-Tabi holen. Jetzt bin ich eigentlich gegen 4 von 5 Champions resistent. Und ich laufe wieder Botlane. Nur Talia ist halt überstrong. Digga, Talia Jungle einfach. Wie kann das dann funktionieren, Mann? WTF? Das wird aber die ganze Zeit gespielt von jedem zurzeit. Jetzt gehen wir, also zweites Item ist definitiv Titanic. Auch eigentlich relativ schnell Tiamat für den Wave Clear. Aber in der Lane habe ich ihn halt nicht gebraucht, so. Normalerweise ist ja Tiamat so ein Lane-Item, aber die Lane war einfach schon in 6 Minuten, 7 Minuten um. Keine Ahnung. Ah, den kriegen wir leider nicht. Wir müssen den ficken, den Nuschen. Und auch den Twitch. Ja. Das war wichtig. Schaut, die machen Top-Play, wir machen Play in Midlane. So funktioniert das. Ich hab Ult. Okay. Muss mich aber jetzt verpissen hier. Grace wird einfach gewone-shotted von Talia, holy shit. Talia wird ein Problem, Mann. Na, 10 Farm ahead, 3-0. Läuft eigentlich relativ gut, das Game für mich, aber für mein Team eher nicht so. Es steht ja immer in 8-16. So, was ich jetzt eigentlich immer mache, ist Silent Push und dann irgendwie versuchen, Midlane zu rotaten, da irgendwas zu machen. Mal schauen, ob die Lucian noch drin ist. Oh mein Gott, shit, Mann. Ah! Der wäre Freekill gewesen für mich. Hab leider keine Ulti gerade. Guck mal, wir erstmal Level 11. Hol dir auch erstmal hier ein Ward rein, damit wir Vision haben, falls irgendjemand kommt zu mir. Ich darf den trotzdem nicht unterschätzen. What the fuck, der macht actually viel Damage. Ah, der Blade. Okay. Nice. Oh fuck, wir verlieren. Och no. Nice, das war wichtig. Vielleicht kann ich mit meiner Ulti immer noch was machen. Pink mal hier. Okay, die haben ja keine Vision. Vielleicht Overextended Lucian oder sowas. Weil er denkt, dass ich nicht stay. Bin jetzt einfach full AP durch Wrap-Up. Walk da jetzt einfach ab, Mann. Bam, Jungs. Let's go. Oh no. Please. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas machen können, wenn ich ehrlich bin. Die hat, glaube ich, keinen Egg, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Haben unser Ziel eigentlich schon erreicht. Also allein schon durch den Kill auf Alistar. Schon relativ nice für uns. Problem ist, dass unser Jungler einfach AFK ist, Mann. Das ist halt ein bisschen belastend. Na, Mann. Talia einfach viel zu strong.
Jungle. Alter, what the fuck. Der Unterschied einfach. Die machen einen Nash. Okay, oder auch nicht. Ah, Jungs, ich kann da nicht followen. Nein, Mann! Haha, lol, okay. Und. Ja, I don't know. Der Graves, Mann. So sad. Es ist einfach so sad, Alter. WTF ist das für ein Game, Mann? Oh mein Gott, er ist zurück. Wenigstens ist er zurück. Das ist jetzt eigentlich das Wichtigste. Wir können Drake machen, ja, Mann. Beeil mich. Ich lasse einfach Bot Wave in Ruhe. Wir müssen ihn unbedingt jetzt machen. Wenn wir Infernal Drake kriegen, dann haben wir vielleicht noch eine Chance zu gewinnen. Hoffnung ist da, Jungs. Okay. Dann müssen wir nicht unbedingt rein. Das ist Troll. Das ist Troll. Das ist Troll. Das ist Troll. Oder? ETF. Wow, Talier Flash. Aua. Okay, Caitlyn hat Triple Kill gemacht. Also war das gar nicht so schlimm für uns. Wir haben Infernal Drake bekommen und 3 für 3 getradet. Also, ich kann mich nicht beschweren eigentlich. Und Talier hat kein Flash mehr. Das teile ich. Talia 27, 20 glaube ich war das. Oh. 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 Oh, ist. Anivia ist Faker, what the fuck? Übelworth. So viel Geld. Shutdown Gold bekommen einfach. Ah, das war bad. Ah, da sterbe ich. Ja, ich bin tot. Oder? Ah, Scheiße. Scheiße. Nicht Scheiße. Ups. Na, was? Der Lucian. Bin halt. Also, ich habe halt TP. Das ist halt das einzig Gute. Okay. Alistair Ult Force reicht schon. Und warum gehen die jetzt da weiter? Hat jetzt für mich nicht so viel Sinn gemacht. Das Gute ist, dass sie keinen Tank haben zum Nash-Tanken. Ich bin gleich ab. Hier auf Top Wave. Und da bin ich, Jungs. Und er hat den schon gestartet. Das ist ein bisschen int. Aber ist okay. Ist okay. Lol. Wenn Twitch vormoved, dann flash ich auf den drauf. There we go. Okay. Anivas, glaube ich, RIP. Ich kann da nicht rüber, also. Ich weiß nicht, wie ich helfen soll. Okay. Ja, das reicht. Man kann mit Klett eh halt nicht über die Wand. Das ist ein Blower. Der Infernal Drake ist so wichtig, Mann. Wow, das ist so nice, Mann. Wir gewinnen das Game jetzt echt. Mit Double Infernal.
Okay. What? Junge, was? Das war ein Autotick, Alter. Der ist aber gestorben. What the fuck, man? Oh mein Gott. Wir sollten bis. Vielleicht kann man da irgendwas machen. Ja, ich denke schon. Wow. Oh, da war ich schnell down, aber ich glaube, mein Team gewinnt. Oh, das war nice, das war nice. Ja, die gewinnen. Perfekt. Nice, 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 nice. Habe ich gewundert, dass ich auf einmal in 5 Leuten drin bin, so WTF, aber ich habe relativ viel Damage getankt. Und ich habe das Game echt gut gespielt, muss ich sagen. Auch immer positiv geblieben, so auch als Graves AFK gegangen ist. Immer Sachen gemacht, geroamt, Kills bekommen. War ein gutes Game, war echt nice. Habe ich echt verdient zu gewinnen, muss ich sagen. Na gut. GG! Yay! Victory!